Ich als Diplompädagogin bin für Freizeit- und Behandlungsmaßnahmen zuständig im Jugendvollzug. Das heißt, ich arbeite mit Inhaftierten im Alter von 14 bis 21 Jahren. Ich mache meinen Beruf sehr gerne, weil er mir sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Zum einen bin ich sehr nah am Klientel. Ich kann also viel mit den Inhaftierten arbeiten. Ich habe aber auch zugleich den professionellen Austausch. Das heißt, ich arbeite mit Psychologen zusammen, mit Sozialarbeitern, mit dem allgemeinen Vollzugsdienst, mit den Seelsorgern. Also es ist, der direkte Austausch ist da. Wenn sich ein Diplompädagoge auf unseren Beruf bewerben möchte, muss er auf alle Fälle offen sein, vorurteilsfrei, durchsetzungsstark. Und es muss einfach auch klar sein, dass Erfolge natürlich langfristig erst zu sehen sind.